Ja, ich hab als ob, wie knapp war das? Hey Leute, willkommen zu einem neuen Forza Horizon. Was ist hier los? Einfach Aufmarsch der Killer Clowns. Willkommen zu einem neuen Forza Horizon 4 Video. Das letzte Video, habe ich das Gefühl gehabt, ist sehr gut angekommen. Habe ich in den Kommentaren entnommen und der Like-Anzahl. Also freut mich, dass du dann kommst. Mir macht's auch Spaß. Eigentlich wollte ich den PSP50 wollte so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Aber ich habe mir gedacht, da das letzte Mal ja so ein bisschen besonderes Event dran war und das euch auch sehr gut gefallen hat, nehmen wir auch diesmal ja ein bisschen besonderes Event unter die Lupe statt einem Nitro-Dreirad. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal hin mit dem schönen Mono 2014 BAC Petlana T-Cheat, ne? Keine Werbung. Nee, fahren wir aber erstmal zum Rennen hin und ja, dann erfahrt ihr, mit wem oder mit welchem Gefährt wir es heute aufnehmen. Miau. Ich weiß nicht, ob es mit so einem Auto intelligent ist, Offroad zu fahren, aber ja, kann machen. Und wir sind wieder auf der Strecke. Buh, buh, buh. Und Kurve. Ja, okay. Ja, schön hier. Gibt's hier was zu trinken? Oh, Entschuldigung. Sorry. Läuft. Miau. Tut. Oh, wir müssen da links. Ich sehe nichts. Ah, so, Leute. Wir haben einen schönen Buggy, würde ich mal sagen. Ein bisschen geländefähig. Und ja. Oh, die Entwickler haben eindeutig was gesoffen. Aber ich habe wieder ein schönes Thumbnail. Ich muss mir nicht so viel Arbeit machen. Das ist das Geile. Aber let's go. Wir schaffen das First Try. Okay, ich würde sagen, wir können anfangen. Let's go. Es ist einfach mal wieder Winter. Man kennt ihn, den Horizon Zeit-Switcher Standard. Und der Kollege macht auf jeden Fall ordentlich Lärm. Drift. Aber ist auch ein bisschen unfair. Ich meine, ich fahre hier im Tiefschnee und der oben hat da so eine komplett bereinigte Strecke. Also irgendwas von Chancengleichheit. Also, naja. Aber hier ziehe ich ihn jetzt ab. Hier muss ich ihn jetzt abziehen. Komm. Top Speed, da kriege ich ihn. Okay. Och nee, nicht driften. Och nee. Ey, was ist das denn? Ey, der muss den Checkpoint ja gar nicht nehmen. Das ist ja unfair. Der nimmt einfach eine Abkürzung. Ey, wie schnell? Der speedet einfach vor. Der hat einfach Hex. Mann, der ärgert mich dazu. Okay, die Kurve ist schön, ja. Muss ich sagen. Die Frage ist jetzt nur, will der Zug zur LZ oder wo will der hin? Ich knall überall gegen, Mann. Ich bin halt ein Tastaturspieler. Ja, attraktiv, muss ich sagen. Jetzt machen wir einen Rehfrikassee, ein bisschen Hirsch zum Abendessen. Der hackt doch. Die hacken doch alle. Ey, komm, Wegelchen, zieh. Das ist meine letzte Hoffnung. Wir müssen das jetzt hier schaffen, zusammen. Okay, komm, ja. Kurve. Ey, was rutscht du denn so? Komm, jetzt zieh. Komm, mein Kleiner, zieh. Wir können ihn einholen. Vorne ist das Ziel. Oh mein Gott. Ich wurde vom Dings gebremst. Ja, ich hab als ob. Wie knapp war das? Was zum... Wie knapp war das? Ich hab gerade überlegt, ob ich jetzt wirklich... Alter, WTF. So, jetzt wieder plötzlich Sommer und wir hocken hier mit unserem BAC 2015er einfach auf den Gleisen. Okay. So Leute, das war's mit dem Video. Das hat euch gefallen. Also wirklich schön jetzt hier gerade mal. Wenn ihr noch mehr von Forza Horizon 4 haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Es kommt auch wieder Minikraft und alles. Natürlich, ich muss hier so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Der PSP50 wird auch noch kommen. Demnächst. Und wenn ihr noch mehr Schaurennen haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich verabschiede mich jetzt für heute und bis dann.